Moin Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir rennen wieder durch den Wald, es ist immer noch warm und ja, mit dabei sind immer noch die beiden Vögel da vorne. Einmal der Tomix und einmal der Jake. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir schauen uns eine verlassene Kneipe an. So Gott will. Ja, ich hoffe, wir kommen da rein und das ist noch nicht so ganz zerstört da drin. Ob das was wird, das seht ihr gleich. Also ich würde sagen, bleibt dabei. Das Abenteuer beginnt. Stimmt, da ist der ehemalige Haupteingang gewesen. Und demzufolge geht es jetzt hier schön brav runter. Man hätte ja wenigstens mal so ein bisschen fegen können hier. Ob wir hier reinkommen werden, das war ich schon fast zu bezweifeln. Das sieht nämlich alles sehr zugemacht aus hier. Alles zugeschraubt. Ich weiß nicht, ob ihr da drin was erkennen könnt. Da ist sogar noch Einrichtung drin. So Freunde, der Eingang da vorne ist absolut scheiße. Da steht so eine Leiter mit so einem Tischchen. Und es ist absolut gefährlich, darauf zu klettern. So, wir schauen erstmal, ob wir einen anderen Weg hier reinfinden. Wir müssen halt so ein bisschen aufpassen. Da oben, da ist nämlich die Straße schon. Hier ist ein Tor. Hier muss man mal schauen, ob man da irgendwie dran vorbeikommt. Da ist noch eine Garage. Das ist noch völlig eingerichtet hier. Schaut euch das an. Es ist völlig eingerichtet. Selbst die Handtücher liegen noch da vorne auf der Dusche. Telefone sind hier noch am Start. Und da geht das Licht noch. Echt, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Freunde. Das ist wirklich der absolute Knüller. Das sieht aus, als ob jeden Moment hier der nächste Gast kommen kann. Absoluter Wahnsinn. Schaut es euch an. Der Strom geht hier. Heftig. Hier haben wir noch so einen kleinen Lounge-Bereich. Und dann geht es noch an die Etage höher. Schauen wir mal, weil der Jack ist gerade erst da unten noch am Filmen. Boah, es ist brutal warm hier. Weil wir sind direkt unterm Dach und schaut mal, hier diese Spinnenweben. Daran kann man sehen, wie lange hier schon keiner mehr gewesen ist. Also Wahnsinn. Auch hier noch ein Bett, ein Schränkchen, Stühle. Und das Badezimmer, naja gut, der Verfall ist deutlich zu sehen. Und der Tomek sagte schon, das ist jetzt 5 oder 6 Jahre mindestens schon verlassen. Und dass dann tatsächlich immer noch der Strom geht. Wahnsinn. Die andere Seite vom Dachboden. Auch hier noch eine Toilette. Glasbausteine im Boden drin. Ich denke mal, dass die untere Etage noch so ein bisschen Licht abkriegen soll. Aber wenn hier oben alles vollgestellt wird. Schaut mal, ein altes Faxgerät steht hier auch noch rum. Und das waren, glaube ich, alles mal so Notzimmer gewesen. Das geht bis da hinten, aber der Boden ist hier ganz merkwürdig. Und hier gehe ich nämlich jetzt auch erstmal nicht weiter. Und diese ganzen Spinnenkankeln im Gesicht, das ist... Pff. Wahnsinn, Freunde. Mir geht das Herz bis zum Hals, muss ich euch so sagen. Ich bin so aufgeregt jetzt hier drin, weil tatsächlich alles noch so schön vorhanden ist. Schaut mal, wie das aussieht hier.
Da, das sind diese Fenster, die wir gerade gesehen haben. Da steht nur der alte Vorwerkstaubsauger. Und die Schränke alle mit irgendwas noch gefüllt. Na, hier sieht man schon so ein bisschen natürlichen Verfall. Da ist. Oh, der Boden ist ganz weich, Freunde. Gut, da oben ist schon alles runtergekommen. Und liegt dann jetzt hier auf dem Boden. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, auch dieses Zimmer, völlig ohne Vandalismus, alles noch picobello sauber. Selbst die Weingläser stehen da vorne noch auf dem Tisch. Wahnsinn. Ja, auch das nächste Zimmer. Schaut euch mal diesen Sack unter der Decke an. Also das ist kurz vor Abstürzen. Seht ihr das? Stil der 90er, 2000er. Ein Einzelzimmer. Auch hier noch Telefon und Weinglas. Krasse Location. Und überall hängen die Handtücher noch. Ja, wir müssen so ein bisschen aufpassen, weil da oben, da geht die Straße dran lang und die können schön brav hier reingucken. Also ich denke mal, wir werden jetzt gleich erstmal die anderen Etagen begucken. Und da vorne ist der Eingangsbereich, den wir vorhin schon mal gesehen hatten. Schaut euch das an. Hier stehen noch so ein paar Kunstblumen. Das hier war, glaube ich, mal ein Gong gewesen oder sowas. Der hing dann mal hier drin. Und hier hinter. Das glaube ich jetzt nicht. Freunde, selbst die Telefonanlage funktioniert noch. Das ist krass. Ja, sämtliche Zimmerschlüssel sind alle weg. Und hier unten sind noch so ein paar Akten zurückgeblieben. Gut, die interessieren uns erstmal nicht. Aber diese Tageszeitung, die könnte vielleicht interessant sein. 17. Juli 2019. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Datum, seit wann diese ganze Sache tatsächlich hier verlassen ist. Puh. Ach du Scheiße. Freunde, schaut euch das mal an. Hier, selbst die Tischdecken liegen hier noch drauf. Hier ist nichts zerstört. Es ist alles noch in Ordnung. Da vorne ist auch ein Tisch. Schaut mal da unten mit den Kronleuchtern und diese brutale Tischreihe. Ich werde bescheuert. Ja, ich muss jetzt hier so ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr seht dieses riesengroße Fenster. Und da unten sind natürlich auch Leute. Ne? Da gibt es noch den Hotelplan hier. Schaut euch das mal an. Alter. Ja, selbst der nächste Raum. Komplett in Ordnung, komplett eingerichtet. Ja, hier ist irgendwas mal kaputt gegangen, aber wir können jetzt nicht unbedingt sagen, dass es sich hier um Vandalismus handelt. Ach du, leck mich am Arsch. Ich komme ja aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich weiß echt nicht, also ich bin völlig überfordert. Schaut euch mal diesen brutalen großen Schrank an. Da vorne, da steht noch so ein bisschen Deko-Porzellan. Schaut mal hier. Ein Schrank mit einer eingebauten Standuhr. Das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Allein schon diese Kaffeemaschine. Wahnsinn. Hier hinten gibt es dann auch nochmal eine Bar. Die Gläser sind auch noch alle vorhanden.
Gut, hier sind mal so ein, zwei schon auf den Boden geschmissen worden. Wir sind aber immer noch auf dem Lost Place, also dafür. Weil hier vorne hat man schon mal die Fenster eingeschlagen. Aber ansonsten ist der Zustand noch top. Hier gibt es Essensaufzüge. Nächster Raum, Freunde. Und schaut mal, da steht noch ein kompletter Flügel rum. Und was ist das hier? Johann Sebastian Bach oder wer ist es? Ich will mich jetzt gerade nicht blamieren, ich habe da keine Ahnung von, aber schaut euch das Ding an, ey. Nein, ich werde nicht spielen da drauf, das mache ich nicht. Kein Bock, dass uns irgendjemand hört. Ja, wie gesagt, ansonsten nur natürlicher Verfall hier drin. Weiter geht's durch die nächste Tür in den Keller, Freunde. Wir müssen nur mal so ein bisschen gucken hier, dass wir von außen nicht gesehen werden. Es ist natürlich alles schon extrem viel Verfall hier drin. Kommt nach 5 Jahren ohne Heizung, ohne alles. Was haben wir hier? Da. Regale, da unten sind noch frisch eingepackte Aschenbecher. Hier, das sind diese Serviettenhalter. Ja, ansonsten haben sie hier tatsächlich alles mal leer geräumt. Ja, ein bisschen Außenreklame hängt hier noch. Zu den Toiletten steht hier oben drin. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Tja, so viel noch zurückgeblieben hier. Das sind Unterteile für Tische und das sind die passenden Platten dafür. Wir müssen durch die Tür. Da ist der Poolbereich. Ja, dann gehen wir mal durch die Tür. Ups. Kann das sein, dass du mich schon wieder verarschen wolltest? Du kommst da durch, das ist nur an dran gelehnt. Ich weiß nicht, warum man es gemacht hat. So. Guck mal hier. Hier uralte Bilder noch. Meine Güte. Bestimmt ein Ehepaar, ne? Bestimmt eine Frau darunter, oder? Ja, guck mal hier. Die ist aber böse. Oha. Die spuken bestimmt hier nachts. Ja, wir müssen sowieso verpixeln, aber. Da werden wir nicht gut von träumen. So, hier haben wir eine Tür, Freunde. Die natürlich prompt zu ist. Und hier so eine mega große Heizungsanlage. Was steht denn da drauf? 2004. Ich sag mal, für so ein Hotel, da musst du natürlich genug Wasser haben. Ne? Ja. Werkzeug ist nur zurückgeblieben und so ein brutaler Schraubstock hier. Ja, das ist gut. Geh du mal schön vor. Boah, ich hab komplett mit Schwimmbier festgehangen, ey. Und stinken tut's hier drin. Da ist bestimmt der Bierkeller. Machen wir vor Gas an. Ja, da stehen die Fässer hundertprozentig drin. Stammen. Ja, da kannst du nicht reingehen. Hier, guck mal, da ist ja alles. Voll von Spinnen, ey. Ach, ist das so. Hier leuchtet das noch. Besetzt. Da, guck. Besetzt, ja. Hat irgendeiner die Türe nicht richtig zugemacht? Stimmt, oben ist die Tür offen in der nächsten Kneipe. Guck mal hier, selbst der Kaffee ist noch in der Maschine drin. Da, gemahlen, da drunter gesteckt, WMF. WMF. Die Maschine, die kostet locker 8.000 bis 10.000 Euro. Damals. Jetzt nichts mehr. Da draußen ist auch noch eine Tür offen. Da. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt, dass wir da hingehen. Das ist eigentlich eine Hauptstraße, da bin ich damals reingekommen. Eben, das ist nicht so. Aber hier vorne gleich, dann hast du diesen Bereich, die Küche. Also das ist eine kleine Küche, ne? Ja, reicht aber für so einen. Das ist ein Aufzug, die werden auch umgeschickt für dich, ne? Hier ist der Geschirrspüler. Und alles picobello sauber hier drin. Hier ist so. Ich habe das schon mal in Gammelig gesehen. Aber, Freunde, wir haben hier Kühlschränke. Mit euch mehr oder sonst. Naja, gut. Es hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Freunde, das ist der Essensaufzug. Wir haben ihn gerade mal eben kurz in den Keller geschickt. Wie cool ist das denn? Jetzt kann man mir das auch machen, ne? Ja. Trag gerade bis 50 Kilo, da kannst du reinschlüpfen. Ey, ich wiege mehr als 50 Kilo. Also komm. Freunde, ich melde mich wieder, wenn es was Interessantes gibt. Bis gleich. Tja. Es soll hier ein Schwimmbad geben, Freunde. Die Frage ist, wo?
Das Wo ist das, was wichtig ist. Da draußen haben wir vorhin gestanden und sind nicht reingekommen. Und hier haben wir noch Zeitschriften auf dem Tisch liegen. Ich sehe aber gerade kein Datum dazu. 5 Euro 2013. 2013. Ja. Boah, dann sind die ja damals schon alt gewesen, ne? Alter, es geht hier genauso weiter, wie es da drüben aufgehört hat. Vorsicht, hier sind Stufen. Schau mal. 2013 könnte auch hinkommen, ne? Ja, die letzte Zeitung, die ich hier gefunden hatte, unterm Tresen vorne, war 2019 gewesen. Ja, das kann aber nicht sein. Ich war 2018 hier. Das kann ich. Unterm Tresen nicht 2019. Ja, vielleicht hat jemand da hingelegt, aber das kann nicht sein. Ich war 2018/19 hier. Schaut euch mal diese alten Klamotten an. Hier, eine Bonermaschine. Und die Telefonanlage oder was auch immer das sein soll. Hier sind auch komplett Telefone und alles hier drin. Da, eine Gewürzmühle. Da kannst du einen mit erschlagen mit dem Ding. Da oben ist auch noch mein Haupteingang. Also Haupteingänge hat es genug hier drin. Und ich glaube, ich habe den Weg zum... Ach du Lieber. Hier, Freunde, die ganzen Schlüssel hängen hier noch. Schau mal, das ist alles komplett zurückgeblieben hier. Was ist denn das? Die Heizungssteuerungsanlage. Schau mal, da sind schon so ein paar Leute irgendwie auf brutale Art und Weise rangegangen, um die Schlüssel einzubrechen. Die Schlüssel liegen damals auch schon. Ich finde es immer wieder schade, also wenn was zu ist, dann ist es zu. Das wird dann nicht aufgebrochen, so wie das da. Ob sich dieser Weg hier rein lohnt? Ja, schaut so hin. Was haben wir hier noch? Das wird wahrscheinlich so ein Bademeisterräumchen gewesen sein und oder Umkleide, ich weiß es nicht. Genau, hier sind die Umkleiden. Da liegen noch so ein paar Sachen. Ach du grüne Neune. Hier, eine alte Textilfähre. Die hatte ich damals auch gehabt. Freunde, schreibt es mir in die Kommentare. Wer hat als Kind auf Textil von euch Urlaub gemacht und hatte auch so eine Fähre gehabt? Absolut krass. Schau mal, da vorne geht noch so eine Wendeltreppe nach oben. Was die konnte, das werden wir auch gleich sehen noch. Das ist so interessant hier drin, Freunde. Schau mal, hier steht noch so eine Figur rum. Da liegt noch eine Waage, also so ein bisschen Dekomaterial hatten sie ja noch. Jetzt müssen wir hier mal ganz vorsichtig dran vorbei. Hier hinten in der Ecke, da gibt es nämlich noch, oder gab es mal, ein Solarium. Solarium Deluxe von Dr. Kern. Schaut mal, hier ist die Bedienungsanleitung dafür noch. Also. Hier ist aber auch. So, wir haben jetzt hier eine Holztreppe. Und ihr wisst, was ich von Holztreppen halte. So im Allgemeinen ist das... Ach du Scheiße. 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 Ja, warte mal, bleib mal unten. Weil ich glaube, jetzt bin ich hier oben angekommen. Hier ist eine Tür, Freunde. Da hat schon einer ein Loch reingekloppt, weil die Tür ist zu. Der Latsch, das ging da runter. Schaut euch das Gelände an, das wackelt hier alles wie bescheuert. Und dann auch noch auf dieser Höhe. Boah. Freunde, meine scheiß Höhenangst, die geht mir so auf den. Aber das brauche ich euch nicht zu erzählen. Es sind garantiert genug von euch, die dieses gleiche Problem auch haben. So, wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Mal schauen, ob wir noch irgendwie was finden oder ob es das dann schon mittlerweile gewesen ist. Der Fette geht mal vor. Der Fette geht mal vor, vorsichtig. Sehr gefährlich, ich hasse sowas hier. Auch mal, weißt du? Das ist der Arsch. So. Schau mal, da geht's in die Schlüssel. Jetzt weiß ich, wo wir hier rauskommen, Freunde. Das ist das, wo ich vorhin versucht habe, hochzugehen. Handtücher. Davon hängen noch die Föhns. Und was haben wir hier? Seife und Duschgel, Freunde. Schaut euch das alles an.
Jedes Zimmer hatte seinen alten Sanyo-Fernseher. Ach so, das ist eine. Doch, ja, das ist so ein Zimmer mit Durchgang. Heftig. Da neben den Schränken auch noch Bettwäsche drin. Zigarrenkästchen. Nichts mehr drin. Hier auch noch Schränke. Aber die haben sie jetzt leer geräumt. Und das hier sind so Zimmer mit Durchgang. Das könnten so Monteurszimmer gewesen sein, die sich die Buden teilen oder sowas. Ja, und alle Zimmer halt schön ausgestattet mit Föhn und schaut einmal die Waschbecken an. Also das ist ja kein Scheiß, das sieht gut aus. Absolut top die ganze Sache. Wo sind wir hier? Was zur Hölle? Das hier sieht mir eher aus wie eine Privatwohnung. Schaut mal, hier ist eine Küche drin. Vielleicht haben die Besitzer hier damals gewohnt. Da mit Haustelefon. Badezimmerchen. Gut. Kann man machen mit den Fliesen, muss man aber nicht. Au, hier ist der Boden aber hochgekommen. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht auf die Schnauze legt. Hier ist extreme Feuchtigkeit drin. Da. Schau mal. Und das ist die Tür aus dem Schwimmbad, wo ich von oben nicht reingekommen bin. Alles nur natürlicher Verfall hier drin. Heftig. Zwei Waschbecken und ein riesengroßer Spiegelschrank. Absolut top. So, Freunde, und das ist die erste Location, wo sogar der Schlüssel im Safe drin ist. Aber er geht trotzdem nicht offen. Also irgendwas habe ich da falsch bedient. Vielleicht fünfmal links, dreimal rechts. Kein Plan. So klappt es auf jeden Fall nicht. Riesenhaftes Wohnzimmer. Und es riecht hier auch so richtig noch nach verbranntem Holz hier drin. Schaut euch das mal an, wie schön. Absolut irre. Da vorne kann man noch auf den Balkon. Ich werde euch mal da eben kurz um die Ecke halten. Und so sieht es dann von hier drin aus. Also das ist definitiv mal die Privatwohnung gewesen. Da vorne steht noch ein Telefon rum. Allerdings kein Strom mehr drauf. Ja, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, war es das jetzt eigentlich mit dieser Location? War völlig interessant. Wir haben viele interessante Sachen gesehen und so ein krasser Zustand ist mir mein Leben noch nicht untergekommen. Ja, was sagt ihr dazu? Hat es euch auch gefallen? Dann lasst mir doch gerne mal ein Like da und abonniert kostenlos meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video.